Ni hao, grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem deutsch-chinesischen Neujahrsfest. Das chinesische Neujahrsfest ist das Fest in China, bei dem viele Menschen quer durchs Land reisen, um daheim die Lieben zu besuchen. Auch in unserer hochmodernen Partnerstadt Shenzhen wird dieses Fest ganz traditionell in der Familie begangen. Wir hier in Nürnberg feiern dieses Fest jedes Jahr mit einem deutsch-chinesischen Konzert. Wir laden dazu ein in die Meistersingerhalle und präsentieren Ihnen wunderbare Künstlerinnen und Künstler. Gemeinsam organisieren wir das Amt für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg mit dem Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen und dem Verein zur Förderung der Partnerschaft der Region Nürnberg mit Shenzhen e.V. dieses musikalische Highlight, unterstützt von Studierenden der Hochschule für Musik unter der Leitung von Professor Guido Rumstadt. Doch wie so vieles in diesem Jahr ist auch das chinesische Neujahrsfest anders verlaufen. Die Menschen in China wurden aufgefordert, nicht zu reisen, und wir in Nürnberg konnten nicht das Fest in der Meistersingerhalle stattfinden lassen. Aber wir wollten doch nicht ganz auf den Hörgenuss verzichten und haben deshalb ein Mini-Konzert mit klassischer chinesischer Musik aufgenommen und können es Ihnen jetzt präsentieren. Wie überall in der Welt unternehmen wir in Nürnberg viel, damit wir wieder zu unserem gewohnten Leben zurückfinden können und hoffentlich auch wieder reisen können. Dann können wir vielleicht unsere Partnerstadt Shenzhen besuchen und mit eigenen Augen die aktuelle Entwicklung sehen. Ich wünsche Ihnen ein glückliches und gesundes chinesisches Neujahr im Zeichen des Büffel. Und bleiben Sie gesund! Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem chinesischen Konzert heute aus der Heilige Geistsaal. Wir hätten Sie natürlich heute auch viel lieber live hier bei uns zu Gast gehabt, aber wegen der Corona-Pandemie kann ich Sie leider nur per Video willkommen heißen. Aber die Herzlichkeit bleibt ja die gleiche. Heute werden wir zwei Stücke auf dem traditionellen chinesischen Musikinstrument Guzheng mit Klavierbegleitung für Sie vortragen. Die Guzheng ist eine Art Wölbbrett-Zither mit einer langen Geschichte von fast 3000 Jahren. Wegen ihrer eleganten Klang und den vielseitigen Ausdrucksmöglichkeiten spielt die Guzheng in der traditionellen chinesischen Musik eine große Rolle. Mit großer Freude darf ich heute Frau Huanhuan Wang an der Guzheng und Frau Lilin Fan am Piano begrüßen. Frau Wang hat zuerst in Shenzhen Guzheng gelernt und danach als Stipendiatin an der Hongkong Akademie für Aufführungskunst weiter studiert. Seit 2001 hat sie an der Hochschule für Musik in Nürnberg bei Frau Kraus Hafe studiert und hat ihr Studium mit der Meisterklasse abgeschlossen. Heute ist sie die Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Partnerschaft zwischen Shenzhen und Nürnberg und sie organisiert hauptsächlich den Kulturaustausch zwischen den beiden Partnerstädten. Frau Fan studiert bereits als Jungstudentin mit 12 Jahren an der Xi'an Musikhochschule in China und danach an der Hochschule für Musik in Nürnberg. 2011 beendet sie die Meisterklasse von Herrn Professor Rosenberg mit Auszeichnung. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Musik in Nürnberg und München und gibt regelmäßig Konzerte, Meisterkurse und Vorträge. Außerdem engagiert sie sich für Musik als Brücke
zwischen den chinesischen und deutschen Kultur. Nun bühnenfrei für die beiden Musikerinnen. Thank you.